Hallo und herzlich willkommen hier in We Are Football. Weiter geht es mit unserer Karriere und weiter geht es mit Alemannia Aachen. Wir stehen heute am Wochenstartbeginn zum 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Hoffenheim, der Tabellenneunte, empfängt unsere Alemannia aus Aachen, den Tabellenführer. Und wir wollen natürlich unsere Siegesserie weiter fortsetzen. Auch wenn wir schon deutscher Meister sind, haben einen großen Abstand auf die Bayern, wollen wir natürlich weiterhin Siege einfahren, weiter erfolgreich sein. Aber die Spannung in der Bundesliga bleibt dennoch erhalten. Wir sehen auf Platz 2 die Bayern, Platz 3 Borussia Dortmund und Platz 4 Hertha BSC. Alle drei mit 59 Punkten. Wir sind da sehr gespannt, wer es am Ende schaffen wird, den Vizemeistertitel zu erhalten. Auch die weiteren Plätze, wie wir sehen mit Köln, Wolfsburg und Leverkusen, haben schon ja, große Abstände auf die Champions-League-Plätze. Aber der Europapokal ist für Köln und Wolfsburg zwar schon sicher, aber Leverkusen mit 3 Punkten Vorsprung nur auf Mainz und Hoffenheim, kann da noch rausrutschen. Wir drücken ihnen zwar die Daumen, aber ich bin wirklich gespannt, wer den letzten 7. Platz noch erhalten wird. Am Ende der Tabelle, ja, da ist es eher klar. Bremen aktuell auf dem Relegationsplatz, Hamburg auf dem direkten Abstiegsplatz Nummer 17, kämpfen noch gegeneinander um den Platz 16. Für Gladbach ist der Zug schon abgefahren. Gladbach geht in die zweite Bundesliga. Aber wie schon so oft erwähnt, wir wünschen den Gladbachern natürlich viel Erfolg in der kommenden Saison und dass sie aus der zweiten Liga auch wieder aufsteigen. Wir schauen nochmal in die zweite Bundesliga hinein. Und dort sehen wir aktuell Schalke 04 auf dem ersten Platz, 64 Punkte. Dahinter aber mit Nürnberg und Freiburg mit 62 Punkten, zwei Verfolger eng dran. Das heißt, Schalke kann es noch direkt schaffen, aber auch auf den Relegationsplatz noch runterrutschen. Für Hannover ist der Zug abgefahren, 4 Punkte auf Freiburg. Bei noch 2 Spielen wird doch sehr eng. Wir schauen auch mal in der zweiten Liga auf die Abstiegsplätze. Sehen dort Aue auf Platz 16, 5 Punkte hinter dem KSC. Ich denke, das ist auch ein zu großer Abstand, um noch den direkten Erhalt zu schaffen. Für Dresden ist der Zug schon abgefahren. Auch der Relegationsplatz wird eng für Dresden. 3 Punkte auf Aue ist auch ein gutes Polster. Und die Würzburger Kickers, die sind schon abgestiegen. Aber ich denke mal, Würzburg wird sich auch erholen und demnächst wieder in die zweite Liga aufsteigen können. Stuttgart als Absteiger, auch sehr enttäuschend. Nur Platz 12 aktuell mit 43 Punkten ist natürlich weit unter ihren Erwartungen. Und wir sehen ja auch Bochum nur im Mittelfeld und Bielefeld weiterhin nur im Mittelfeld. Bielefeld war in der letzten Saison mit Absteiger aus der Bundesliga. Rostock als Neuling aus der dritten Liga aufgestiegen, hat ein super Ergebnis erzielt. Platz 9 für die Rostocker mit 51 Punkten ist sehr respektabel. Aber jetzt kommen wir mal wieder zu unserem Verein. Wir schauen wieder mal in die medizinische Abteilung, sehen keinen verletzten Spieler. Das ist sehr schön. Auch schauen wir nochmal bei der Jugend vorbei. Noah Wöhlich, immer noch unser einziger U19-Spieler, trainiert einsam und alleine weiter. Dann schauen wir bei der U17 nochmal rein, sehen natürlich Kachala mit 6,8 Stärke. Stufe 7 hat er sich super entwickelt und jetzt immer noch 15 Jahre alt. Das heißt, er wird noch weiter steigen und das hoffen wir natürlich auch. Wir werden auch bei der U17 in der Woche nochmal vorbeischauen, uns das Training ansehen. Dann gehen wir mal in unser HR hinein, schauen mal auf die Auslastung der einzelnen Abteilungen. Sehen eigentlich alles ganz gut, alles so noch im 50er-Bereich, wenn nicht sogar unter 50%, das ist sehr gut. Damit kann ich auf jeden Fall leben. Wir könnten hier nochmal die Auslastung bei den Managern etwas senken, da stellen wir nochmal 2 Leute ein. Aber wir müssen dann auch wieder darauf achten, dass wir von der Büroauslastung nicht weiter hochgehen. Wir sind jetzt schon mit einem Mitarbeiter über der Maximalgrenze. Aber das werden wir dann in der kommenden Saison wieder ausgleichen. Da werden wir wieder ein paar Bürogebäude bauen. Wir schauen noch mal bei den Fans vorbei. 3.479 organisierte Fans haben wir aktuell. 166.000 landesweit. Das ist schon mal sehr schön. Dann schauen wir bei den Mitgliedern noch mal vorbei. 10.874 Mitglieder haben wir aktuell. 2 in der Woche verloren, 9 im Monat, aber insgesamt in der Saison 2024 Mitglieder dazu gewonnen. Das lässt sich doch gut hören.
Wir gehen rein in die Wochenplanung. Ja, nichts geplant. Sehr schön. So kann das bleiben. Schauen nochmal über unsere Trainingszustände allgemein. Alles im hohen 90er-Bereich. Ich denke, da dürfen wir in der Woche nochmal individuell trainieren. Ganz entspanntes Training gegen Hoffenheim. Wir werden die Intensität auch wieder runterschrauben. Und auch leider wieder ja, einzelne Trainingspunkte ändern. Hier mal individuell ist ein bisschen zu viel. Wir gehen wieder am Montag auf unsere Zweikämpfe. Das hat uns in den letzten Folgen sehr viel Erfolg gebracht. Dadurch war die Einstellung auf den Gegner noch besser. Und wir konnten schwierige Partien für uns entscheiden. Ja, so gehen wir rein in die Woche. Los geht's. Bin sehr gespannt, ob irgendwas passiert. Jawohl, Mert Schetin schafft es, sein Trainingsziel zu erreichen, sein Stellungsspiel nochmal zu verbessern. Sehr schön. Und jetzt haben wir als einzige Option nochmal die Ballbehauptung bei ihm. Dann wählen wir das auch aus. Schauen, was noch passiert. Wir haben nochmal einen Rookie des Monats. Ja, alle kennen wir mittlerweile. Per Schurz, Alexandre James und Samuel Salvatici hatten wir alle schon mal in der Auswahl. Und dieses Mal wird es Salvatici. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ein neuer Rookie des Monats wurde gewählt. Leider keiner von uns, denn wir haben nur einen jungen Mann in unserem Kader und der ist noch nicht stark genug. Bart Ramsela hat sich eine Trainingsverletzung zugezogen. Das ist nicht schön. Inteka kommt zu spät zu einer Autogrammstunde. Das ist auch nicht gut. Ja, Inteka zeigt so langsam, dass er nicht mehr für uns in Frage kommt. Und wir haben mit Markus Maurer wieder einen Jugendspieler, der es auf eine neue Stufe schafft. Stufe 6 jetzt für ihn und auch mit 15 Jahren natürlich ein super Potenzial. Damit ist er definitiv ein Kandidat für die zweite Mannschaft. Weiter geht's Richtung Spieltag. Wir sind angekommen in Hoffenheim in der Precero Arena. Okay, sehr interessant. In Sinsheim. Wir schauen auf die Stärke. Beide Mannschaften mit einer 110. Das wird natürlich ein sehr ausgeglichenes Spiel werden. Wir schauen auf die Aufstellung von Hoffenheim. Drei Stürmer, Dreier Mittelfeld, Vierer Abwehrkette. Der schwächste Spieler im Kader bei Hoffenheim wäre Jobson und Grilic mit 9,4. Und der stärkste Spieler, ja, ist eindeutig Munas Dabur, 11,3, der Stürmer von Hoffenheim. Es wird wieder nicht einfach werden, aber ja, wir haben ja gesehen, unsere Mannschaft kann durch Teamarbeit viel erreichen. Auch noch auf die Auswechselspieler mal. Don Archer, Tula, Kalasch, Samuel Bastion, Clinton Mohler heute nur auf der Bank. Auch Ferdi Drülf und Gassama wieder auf der Bank. Tim Schick und Bisoli schaffen es auch nicht in die erste Elf. Zu Hause bleiben sogar Inteka, Boyer Sanchez, Baptiste René, Mantovani, Nidelku, Petretta und Alessandro Gebauer, unser junger 18-Jähriger. Den werden wir sehr wahrscheinlich dann am letzten Spieltag auch mal die Möglichkeit geben, von Beginn an zu spielen. Ja, Ramsela, haben wir ja gehört, ist verletzt. Da werden wir mal schauen, was er hat. Eine Oberschenkelzerrung, er fällt 11 Tage noch aus. Das ist natürlich ärgerlich, damit verpasst er sogar den letzten Spieltag. Wir werden beginnen mit Kaspar Schmeichel im Tor. Angeliri, Cetin, Zeralta und Hefti in der Verteidigung. Jaro Riedewald heute im defensiven Mittelfeld. Ndouji und Yangto im zentralen Mittelfeld und Oscar Melendo im offensiven Mittelfeld. Luris und Van den Hoek bilden wieder unsere Sturmspitze. Wir bleiben bei der Spielphilosophie und bei der Ausrichtung, bei den eingegebenen Werten. Offensiv wollen wir wieder beginnen. Hat uns in den letzten Spielen ja am besten gefallen und auch am meisten den Sieg gebracht. Auch nochmal der Überblick über die Marktwerte beider Mannschaften. 78,9 Millionen Marktwert für Hoffenheim, 73,9 Millionen für uns. Recht ausgeglichen, muss ich sagen. Der beste Spieler bei Hoffenheim wäre Andrej Kramaric. Nur mit einer 10,5, okay, eigentlich müsste er ein bisschen mehr haben. Hat ja auch Stufe 12 müsste das sein. Also eigentlich würde er in der zentralen Sturmposition wahrscheinlich noch besser sein. Kaspar Schmeichel, unser bester Spieler mit Stufe 11, 11,2 seine Stärke. Das ist natürlich ja unser Rückhalt der Saison. Aber ich denke, in der kommenden Saison werden wir uns nochmal einen neuen Torhüter leisten müssen.
Wir schauen wieder auf den Einsatz. Erfolg kommt nur im Wörterbuch vor Kampf. Lassen wir mal so, wie es ist. Chetin wünschen wir noch viel Glück. Es ist eh das letzte Spiel, wo wir einem noch was sagen können. Natürlich schade. Ich würde jetzt gerne natürlich noch dem einen oder anderen da noch mal was sagen. Wir werden auch ja, den Fokus, glaube ich, irgendwie voll drauf richten. Wir haben noch 3 Punkte. 12 Punkte haben wir noch bei der Taktik. Da können wir aber nur 1 Punkt einsetzen. Oder wir nehmen die eigene Stärke. Ja, ich will heute sehen, dass ihr Spaß bei der Arbeit habt oder wir sind unangenehm. Ich denke mal, wir sind unangenehm und haben nichts zu verlieren. Wir sind schon deutscher Meister. Selbst wenn wir heute nicht 3 Punkte holen sollten, kann uns das keiner mehr nehmen. Und dann heben wir uns einfach nochmal den Fokus für das letzte Spiel auf. Wir kommen nun zum Spieltag 33 der Bundesliga. Hoffenheim, der Tabellenneunte, gegen Aachen, den Tabellenführer. 27.718 Zuschauer kommen auf die Ezero Arena. Und Matteo Wölfle ist der Schiedsrichter, der die Partie leiten wird. Los geht's. Partie ist angepfiffen. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Hoffenheim und Aachen. Zu Beginn, ja, der Ballbesitz wechselt immer etwas hin und her, aber 50% aktuell für beide. Fans von Hoffenheim sind auch am Start, pushen ihre Mannschaft nach vorne. Das schönste Land in Deutschlands Gauen, das ist mein Partner. Okay, sehr interessant. Und Hoffenheim, auch mit der ersten Möglichkeit, 17. Minute. Jobson dribbelt im Mittelfeld, passt auf Gacinovic. Der geht in den Strafraum, spielt ab auf Dabur. Ja, und da steht es 1:0. Nunas Dabur macht die Führung für Hoffenheim. Kommt Aachen da jetzt gegen. Ballbesitz klar, ja, im Ausgleich. Es wechselt immer so ein bisschen hin und her. Eine Chance für Hoffenheim. Und ja, das Tor. Und es geht Richtung Halbzeit. Bis jetzt kommt nicht viel von Aachen. Noch keine Möglichkeit. Jetzt eine Ecke in der 43. Minute. Oscar Melendo wird sie treten. Bringt sie rein auf Vandenhoek. Der schießt aus gut 5 Metern und trifft zum 1:1. Aber der Videoassistent, das Tor wird überprüft. Und wir sind gespannt, was passiert. Das Tor wird wegen Fouls nicht gegeben. Vandenhoek hat den Arm etwas zu sehr eingesetzt und es bleibt beim 1:0 für Hoffenheim zur Halbzeitpause. Die Fans des TSG 1899 Hoffenheim können mit dem Pausenstand zufrieden sein. Naja, sie führen ja auch mit 1:0. Wir sehen Kouloris, 39 Fitness nur bei ihm. Ihn werden wir rausnehmen, auch hat er nur eine 4,5 erhalten. Das können wir so nicht tolerieren. Wir werden einfach ja, noch mal ein bisschen extra Motivation reingeben. Wir haben noch 2 verfügbare Halbzeitansprachen und die sollten wir auch verbrauchen. Bin sehr gespannt, was unser Co-Trainer der Mannschaft heute zu sagen hat. Okay, also nach dieser Halbzeit, da sieht das aus, als ob ihr Bratwürste seid. Aber wenn das Spiel aus ist, dann will ich, dass ihr als Rinderfilets vom Platz geht. Okay, sehr interessante Ansprache. Ja, wie fehlt hat das Tor? So häufig, wenn man keins schießt, Mensch. Ja, genau. Gefehlt hat das Tor. Wenn man keins schießt, dann kann man das Spiel auch nicht gewinnen. Rein geht's in die zweite Halbzeit. Sehr gespannt, ob unsere Aachener Jungs jetzt etwas mehr Einsatz zeigen. Und da ist sie, die nächste Möglichkeit. 53. Minute, Ecke wieder durch Melendo. Zurück auf Riedewald. Die Flanke geht rüber auf Angileri. Der passt zu Drif. Der spielt ab auf Chetin und der schießt aus Spitzenwinkel. Aber leider rutscht ihm der Ball über den Spann, weit am Tor vorbei. Aber jetzt Aachen wieder im Angriffsmodus. 55. Minute, Gendouzi zu Riedewald. Der auf Jankto, der passt zu Melendo, der nochmal zu Angileri. Der bringt den Ball zu Baumann, der den Ball abfängt. Leider rutscht der Torhüter von Hoffenheim dazwischen. Weiter geht es in dem Spiel, aber bis jetzt, ja, schwache Performance von Aachen. 70 Minuten sind jetzt um. Wir werden jetzt nochmal wechseln. Unser Co-Trainer schlägt vor, Bastion für Mercetin einzuwechseln. Ich denke mal, er möchte da mehr für Offensivpower sorgen. Wir werden erstmal Gashammer für Vandenhoek bringen, der konditionell auch runter ist. Dann ja, mal schauen. Bastion könnten wir bringen. Wie sieht's aus mit unseren Mittelfeldspielern Gendouzi und Melendo? Beide nur mit einer 4,0. Wir nehmen Gendouzi mal raus, bringen Bastion dafür rein. Und dann bringen wir, ja, wen könnten wir noch bringen? Melendo 4,0 ist auch nicht gerade der Topspieler heute gewesen. Ich denke mal, Bastion bringen wir für Melendo ins offensive Mittelfeld. Und dann bringen wir heute einfach mal, ja,
Bringen wir Bissoli, der hat lange nicht mehr gespielt. Bringen wir ihn mal rein und hoffen, dass er vielleicht nochmal Impulse setzen kann. Rein geht's in die letzten Minuten. Aachen wieder im Angriff, 78. Minute, Sieralta auf Angelieri. Aber Bissoli steht dann leider im Abseits. Chance vertan. Werden wir nochmal eine Möglichkeit erhalten. Hoffenheim jetzt erstmal im Angriff, 81. Minute. Gacinovic auf Jobson. Der dribbelt im Mittelfeld, schießt aus dem Rückraum. Aber der Ball geht weit vorbei. Es bleibt beim 1:0. Die Fans von Aachen pushen nochmal ihre Mannschaft. Aber es sieht nicht danach aus, dass wir die Partie noch drehen können. Freistoß für Hoffenheim, 91. Minute. Sko mit dem Freistoß direkt aufs Tor. Aber auch knapp vorbei an diesem. Ja, und das war es. Wir verlieren das Spiel gegen Hoffenheim mit 1:0. Bleiben aber natürlich Tabellenführer. Schauen auf die Tabelle des 33. Spieltages. Ja, 72 Punkte weiterhin für Aachen. Und neuer Tabellenzweiter ist die Hertha aus Berlin. 62 Punkte jetzt für sie. Bayern und Dortmund rutschen jeweils einen Platz runter. 60 Punkte für beide Mannschaften. Köln bleibt 5. mit 51 Punkten. Wolfsburg 6. mit 50 Punkten. Ja, und Hoffenheim geht hoch auf Platz 7 mit 47 Punkten, genauso wie Leverkusen, die runtergehen auf Platz 8. Wie vorher angesprochen, für Leverkusen wird es noch eng, den direkten Europapokalplatz zu erhalten. Und jetzt ist es passiert. Leverkusen wäre raus aus den Europacup-Rängen. Wir schauen ans Ende der Tabelle. Gladbach, Tabellen 18. mit 18 Punkten jetzt. Wie schon vorher, ja, der Abstieg war ja schon vorher besiegelt, es ändert sich nichts mehr daran. Aber der Hamburger Sportverein bleibt zwar 17., ist jetzt aber punktgleich mit 32 Punkten, ebenso wie Werder Bremen auf Platz 16. Das wird doch nochmal spannend. Wer wird den Relegationsplatz bekommen von den beiden Nordmannschaften und wer wird direkt absteigen? Wir schauen auf die Ergebnisse des Spieltages. Leverkusen hat 1:3 gegen Hertha verloren. Greuther Fürth 1:1 gegen Borussia Dortmund. Heidenheim 1:0 Sieger gegen Wolfsburg. Köln verliert 1:2 gegen Düsseldorf. Frankfurt 0:1 gegen Union Berlin. Hamburg gewinnt 4:1 gegen Mainz. Bayern 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach. Leipzig 0:0 gegen Werder Bremen. Und wie gesehen Hoffenheim 1:0 Sieg gegen Alemannia Aachen. Der Kicker schreibt zu unserer Partie: Dick van Dijk hat heute alle Reserven des Teams für dieses Spiel mobilisiert. Man konnte sehen, dass die Spieler an ihre Grenzen gegangen sind. Dieses Spiel hat Kraft gekostet. Das Ergebnis fiel trotzdem bescheiden aus. Ja, von uns keiner vertreten in der Elf des Tages. Das ist auch, ja, sehr verständlich. Dafür Robert Sko von Hoffenheim drinnen. Wir schauen mal auf unsere Serie der Woche. Ich bin mal gespannt, was jetzt für uns zu Buche steht. Wir haben ja jetzt unsere Unbesiegt-Serie bzw. Spiele-nicht-verloren-Serie verloren. Und wir haben jetzt eine Negativ-Serie. 2 Spiele in Folge, 1 Tor kassiert. Okay, die wollen wir natürlich nicht weiter ausbauen. Wir schauen auf den Teamfortschritt der Woche. Sehen, dass Jordan Archer kurz davor ist, sein 1:1 zu verbessern. Sehr schön. Auch Riedewald macht nochmal gute Schritte in Richtung Ballbehauptung. Der Reiter auch nochmal kurz davor jetzt das Aufbauspiel zu verbessern. Sehr schön. Auch die anderen mit guten Fortschritten. Bei der Stufe sieht es eher mau aus. Kasama kurz davor, die Stufe 9 zu schaffen. Aber ich denke, da fehlt noch ein kleiner Schubs. Bei Tula ebenso noch kleine Schritte bis Stufe 10. Und Guendouzi, ja, sehr überraschend. Der wird wahrscheinlich in der kommenden Saison dann die Stufe 11 schaffen. Sehr schön. Dafür wieder Kaspar Schmeichel mit kleinen Verlusten für seine Stufe. Aber wie gesagt, in der kommenden Saison werden wir uns um einen Ersatz bemühen und den sicherlich auch bekommen. Kleinere Verbesserungen bei dem ein oder anderen Spieler. Kulouris nochmal mit kleinen Schritten. Auch Jordan Archer, kleiner Schritt. Und auch Bissoli, genauso wie Tim Schick, haben kleine Schritte nochmal dazu bekommen. Wir bekommen ein Angebot von Heerenveen. Sie möchten gerne Petretta verpflichten für die kommende Saison. Ich würde sagen, dem bin ich nicht abgeneigt. Petretta hat auch in dieser Saison keine große Rolle mehr gespielt. Er war zwar nochmal für das ein oder andere Spiel gut, wenn Angelieri sich verletzt hatte. Aber wir haben mit Riedewald und auch mit Mola 2 Jungs noch, die auf der Position spielen können.
Daher werden wir mal einen Termin vereinbaren und mal schauen, wie viel Geld wir für ihn bekommen können. 1,4 Millionen werden geboten. 2,2 Millionen ist sein Marktwert. Der Vertrag läuft noch bis 2026. Ich denke mal, 2 Millionen wären fair. Verhandeln mal. 1,7 kommen sie uns entgegen. Ich werde nochmal verhandeln. Ich bin sehr gespannt, ob sie es ablehnen. Nein, sie lehnen es noch nicht ab. 1,9 Millionen ist jetzt das Angebot von Heerenveen. Und dem werden wir zustimmen. Wir werden das Angebot akzeptieren und wünschen Petretta in Holland viel Glück. SC Heerenveen, ein Verein aus der ersten Liga. Wir schauen mal, wie der Stand bei ihnen ist in der Ehrendivision. Ah, sieht eigentlich ganz gut aus. Sie sind auf Platz 6 in der letzten Saison, beziehungsweise nee, in der aktuellen Saison, 23-24. Davor waren sie 7., 6. und 6. Ja, gutes Mittelfeld-Team. Wir wünschen ihm viel Glück, wie gesagt, und hoffen, dass er sich da noch weiterentwickeln kann. 80.000 Euro gehen noch an den FC Basel als Ausbildungsentschädigung, aber ich denke, mit 1,8 Millionen können wir ganz gut leben. Ja, damit geht die Woche zu Ende. Der Kicker schreibt noch, dass Cardiff City Gassama auf ihrer Liste hat. Na, das wäre natürlich nicht schlecht. Gassama würde ich gerne noch abgeben, aber bestimmt nicht unter Wert. Ja, und Baptiste René verliert mal wieder seine Fähigkeit der Reflexe. Wir wechseln wieder mal das Trainingsziel. Ja, Baptiste René, ich kann mich auch nur noch, dafür durchringen, ihn eigentlich auf die Transferliste zu setzen, beziehungsweise ihn in der kommenden Saison abzugeben. Bart Ramseler schafft es, die Stufe 10 zu absolvieren. Herzlichen Glückwunsch dafür, 9,9 jetzt seine Stärke. Zentrales Mittelfeld, aktuell ja leider verletzt, aber damit hat er wieder Potenzial auf die erste Elf. Sehr schön, und wir haben wieder einen Spieler mehr, den wir ja potenziell einsetzen könnten. Wir kommen jetzt zum Wochenstart des 34. Spieltags, aber wir kommen leider auch zum Ende der heutigen Folge. Ich bedanke mich für immer bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wie immer viel Spaß. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne auch einen Kommentar, ob positiv oder negativ, damit sich hier noch Verbesserungen einstellen können. Ansonsten abonniert den Kanal, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Und mir bleibt nur zu sagen, mehr gibt's, wenn ihr mich wieder seht. Ihr müsst unbedingt gucken, wie es weitergeht. Euer Motu. Ciao, ciao.